Mr. Walross ist auch am Start, nice. Naja. Alle Walrosse. 3, 2, 1, kommt 4, 5, 9, 12. Hallo, meine Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge F1 im Multiplayer zusammen mit Onkel Hallo. Poppy, Fresh Fries, Rufus und Dosenbierdose. Hallo. Und Soßenbiersoße. Soßenbierdose? Soßenbiersoße. Oh, ich will auch Soße. Wo sind wir denn? In Österreich sind wir. Ich hätte auch gerne. Ja, genau. Ja, Österreich, komm. Wir sind in Frankreich. Oh, ich habe heute original bayerischen Leberkäse gegessen. Oh. In Frankreich. Was hat das jetzt damit zu tun? Also, weiß ich nicht, fiel mir gerade so ein. Jetzt wird er halt noch nichts geschmeckt haben. Doch. Okay, wir ändern dein Setup. Ja, ja. Wie schmeckt das denn? Der kam echt aus Bayern. Mein Vater war in Bayern und hat ihn dann gekauft. Achso. Leprakäse aus Frankreich. Wann denn vor 6 Jahren? Lepra. Hey, hier, wo Donnerstag der Feiertag ist. Habe ich früher als Kind immer gesagt, Leprakäse. Also letzte Woche. Ja, ja. Mich eine Sache an dieser Strecke echt stört, ist diese verkackte Boxengasse. Ja, die Einfahrt ist extrem. Die ist so cool. Die Ausfahrt auf die Ideallinie. Darf ich jetzt endlich mal raus? Nein, ja, stimmt. Ausfahrt auf die Ideallinie ist auch heftig. Und dann die komische Einfahrt an der Seite. Warum fährt man nicht irgendwie vor der letzten Kurve irgendwo rechts rein? Poppy. Ja. Hallo. Gas. Du bist doch vor mir rausgefahren. Nein, ich bin hinter dir. Das ist aber merkwürdig. Du bist doch eigentlich bist du doch vor mir rausgefahren. Ihr habt doch gesehen, wie du rausgefahren bist. Das habe ich letztens auch gehabt bei Fresh. Mit Kanada, oder? Ja. Ja, du kannst doch einfach an mir vorbei. Fahr einfach vorbei. Nein! Doch! Was bringt es mir? Der wird dein Windschatten einfach nur. Nein, ich möchte gerne einfahren, wie hier ich wird Fahrer möchte. 1 und Fahrer 2 deklariert, ganz einfach. Muss ja bei uns nicht deklariert werden, ist ja klar. Ja, stimmt, ich bin vorne in der WM. Ach, du willst dir mal eine Linie angucken. Haha, gefickt eingeschädelt. Deine verfickte Linie, nee, bitte nicht. Oh, auf einmal geht das Heck rum. Oh, das höre ich doch gerne. Nicht. Und schon ist TrueFlow scheiße. Ja. Jetzt hat es irgendwer gesagt. Gut, dass die Mauern hier so weit weg sind. Wenn das mit Rufus auch nicht findet. Wenn du die Strecke verlässt, immer schön auf den roten Streifen fahren. Die sind schnell. Weil sie rot sind, oder? Rot ist Turbo, oder? Ja. Rot ist bis aus Blut. Natürlich läuft die Wette heute auch wieder. Wer als erstes die Nase verliert, der gibt einen aus. Hat Rufus natürlich wieder großkotzig angekündigt. Ja, aber ich gar nicht! Da will ich ein Videobeweis. Der will uns dann zur Woche. Dreamhack einladen, hat er gesagt. Und uns alle abholen zu Hause. Will ich das wirklich? Ich glaube, hast du gesagt? Hast du gesagt, du holst erst MG, dann Dose und Milch und dann noch Poppen. Und Dose sammelst du mit mir ein Essen ein. Hose muss also fahren. Aha. VIP-Tickets gehen auf deine Kosten mega nice auf jeden Fall. Und schon sind alle still, weil sie auf der schnellen Runde sind. Ich kann auch auf der schnellen Runde. Wegen der kacken Sonne. Na, die Sonne im ersten Sektor. Die Sonne im Quali, die ist ja echt heftig. Auch im letzten. Boah, geht. Was habt ihr denn? Einfach mal Augen zusammenkneifen. Dann sehe ich gar nichts mehr. Doch nicht zumachen, nur zu kneifen. In sich alles verschwommen. Kneifen tut doch ja, weh, vielleicht ist doch scheiße. Ist auch ein Asiate und der kann sie nicht zukneifen. So, weil dann sind sie zu. Ja. Du hast sie gehört, der hat dich Assi genannt. Er soll von Unruhe reinbringen, ey. Nur weil er aus Köln kommt. Das ist echt unhöflich. Das ist auch unhöflich. Warum? Das macht man nicht. Du kannst Bottas zur Seite drehen? Zum Beispiel. Ich hab nicht mal eine Verwarnung dafür bekommen. Läuft bei dir? Ja, ich bin eben einfach so wie die KI das immer macht. Schön hinten rein. Gib's doch zu, du bist noch im Karnevalsmodus. Ja. Ende Stadt Ziel. Ende Stadt Ziel. Ist reingefahren worden und kriegt eine 5 Platz Gridstrafe. Beim letzten Mal meinst du, nicht heute, ne? Bei Monaco. Ja, aber nicht, dass du jetzt auch wieder einen hast. Das dachte ich. Ha, Vandoorne hier, Alter. Hey, ich bin vor Fresh. Ja, ist jetzt nicht so schwer. Guck auf meine Reifen. Ja, ich hatte Bottas vor mir. Wer ist denn hier raus? Dose!
Ich habe irgendwie von hinten gekommen sehen, wollte ihn vorbeilassen. Ich wusste nicht, wer das war. Pfandflaschen gibt es dort hinten nicht. Ich wollte mal die gibt's bei Rufus im Zimmer. Nee, nur die Deckel unterm Schrank. P2, du aber bist zurzeit auf Platz 2. Nochmal vorbei oder nicht? Nein, ich fahr keine Schnelle mehr. Und zumindest jetzt nicht, vielleicht gleich noch mehr. Die Reifen sind ja schon geschmolzen. Geht eigentlich. Okay. Kann man irgendwie abkürzen oder so, dass man schnell in die Box kann? Das haben die inzwischen mal gefixt, also uns haben sie mal was gefixt. Wie? Hä? Wer ist denn hier so langsam? Ich. Fresh! Warum machst du das? Achso. Er will die Reifen schieben. Wollte euch deswegen extra schnell vorbeilassen, ja. Ach so, natürlich. Ja, ich fahr extra immer von der Ideallinie. Hier kommt jetzt Poppy, glaube ich, oder LG? Jo. Ich mach nichts mehr Schnelles. Ja, du bist mitten im Feld. Warum wenn? Ich hab das erreicht, was ich erreichen wollte. Wieso ist hier gelb? Weil ich hier langsam fahre. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich frage mich, wie man das schaffen kann. Weil Fresh auf der Strecke ist, deswegen ist er gelb. Ich nehme erstmal nur eineinhalb Runden Sprit mit. Sechs Runden. Wie viele Runden bist du bitte gefahren? Zwei. Huch, wessen Auto ist das hier? So, ab in die Box mit mir. Ja, dann musst du warten. Mit Dritter wäre ich zufrieden so. Also, muss ich einfach mal sagen. Ich warte gern hinter deinem Hinterteil. So ist er nicht, Bob. Oh, ja. Also zumindest gafft dir noch einer auf den Arsch. Ja, immerhin, ne? Ja. Kannst du dich glücklich schätzen? Ich krieg gerade ein Angebot von einer Webseite für COD Blackout Coins. Okay. Also für diesen Schwarzmarkt oder so. Ja, ja. Rufus kennt sich bis jetzt aus. Liegt unsere beste Runde bei eine Minute 32,5. Volle Knorke aus, ne? Jo. Typisch Rufus. Er will überall mitreden, auch wenn er es nicht. Welches Sternzeichen bist du, Rufus? Ich? Ja. Blau. Fisch. Fisch? Okay, frage ich morgen mal meine Arbeitskollegin. Sternzeichen blau. Warum? Ist sie so ein... Nee, aber die hat gestern irgendwie eine Webseite gefunden, wo bei jedem Sternzeichen steht, was er also ob der alles weiß oder ob der nur so tut, als würde er alles wissen. Aha. Und bei ihr kam, sie weiß alles und dann habe ich sie gefragt. Was habe ich sie gefragt, MG? Keine Ahnung. 17 mal 17. Keine Ahnung. Achso. Wusste sie los. Rufus übertreibt ja richtig mit seiner Zeit. Was hatten wir? 1,31,215. Und abgekürzt. Kann man machen. Hat abgekürzt. Ist einfach mal 1,3 Sekunden schneller als Poppy und 1,5 schneller als ich. Und 2,755 schneller als du. Ja, kann man machen. Ja, für den zweiten Fahrer ist das ein Stack. Ich habe ihm halt Windschatten gegeben, weißt du? Ja, ja. Rufus ist in der langen Geraden gerade ausgefahren. Scheiß auf die Schikane. Ja, aber trotzdem, er hat ja das schwammige Heck. Also er fliegt, glaube ich, sehr schnell ab im Rennen. Mehr ist Gewicht. Choker, macht ihr jetzt da windschattenmäßig? Wir machen Windschattenspiele und testen aus, wie Fresh da ein bisschen weiter vorkommen kann. Aha. Eigentlich probiere ich einfach noch langsamer als Rufus zu fahren, damit er nicht wieder Windschatten hat. Deswegen bist du hinter mir, bleiben du Sau! Ja, ja. Oh Mann, ey. Das ist ja Einführungsrunde für uns beide. Fresh ist 18. im Temporadar. Ja. Ja, dann hat er was falsch auf der Strecke. Poppy ist Sechster und du bist Fünfter. Ja, siehst du. Ja, aber du und Poppy habt dieselbe KMH-Zahl. Nö, ich hab's einfach eher gefahren. Ja. Sag mal, willst du jetzt vorbei oder nicht? Weil es stört mich, dass dieser Pfeil da hinten kommt. Zumindest kommt bei dir mal was. Ja, der braucht immer noch zwei Sekunden. Ja. Jemand anderes als er selber. Achso, ja, das passiert selten. Selten bis gar nicht. Wieso, wenn Frau Faust da ist? Frau Faust kommt nie. Selbst die ist gelangweilt. Okay. Für das, dass du Windschatten geiern willst, Fresh bist du aber auch ziemlich weit weg. Oh, das geht schon.
Das Auto vor dir wird auch immer kleiner. Eine Verbesserung bei Fresh? Nicht wirklich. Danke, Dosa. Oh, da lenkt er viel zu früh ein. Na, hat mir aber 3 Zehntel gebracht, von daher. Kann man bei das mal machen. Bei streng wäre das eine Strafe. Ja, aber wir fahren ja nicht. Ja, macht sich super gut. Da trägt's raus. Was ist der Gap? Dose. So langsam war ich dann gar nicht. Hast du losgefasst? Ja, hab die Runde abgebrochen. War nicht schneller. Noch schneller geht der fast. Okay. Naja, ich hab's mit den Super Softs probiert. Aber. Ja, nehmen wir, ne? Jetzt ist Fresh Zweiter. Glückwunsch. Aber immer noch eine Sekunde auf dem Fusse. Dich jetzt verbessert, Poppy? Nein, nee. Mhm. Okay, was ist da los, Dose? Also, wir können überlegen, Fresh, dass ich dir Windschatten gebe, damit du sicher bist vor Poppy oder. Ach, ich bin vor dem sicher. Easy. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Dose also, hat dann kommt Poppy auf Supersoft oder was? Dose hat angetäuscht. Hat der Supersoft genommen, etwa aber vorher zwei schon Runden Supersoft kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, ich hab's ja Versuch auch gemacht. Versuch ist es halt wert, ne? Trotzdem nochmal versucht mit dem Supersoft schnell zu fahren. Das hat nicht funktioniert. Ich war ja, die ganze du hast ja auch eine, was weiß ich, Runde gefahren. Ne? Na gut. Hast also, du eine schnelle Dose? Ja. Okay, ich fange. Also im zweiten Sektor seid ihr auf meinem Pro, zumindest für euch. Rest ein paar Zehntel. Ach, egal. Das Schild braucht eh keiner. Was Schilder. Dankeschön. Dose zerlegt seinen Controller schon wieder? Gar nicht. Oh, ich hab DRS. Oh, also die Reifenabnutzung. Dose bleibt Fünfter. Ja. Dose bleibt Fünfter, hat sich aber durch extra zur Seite gefahren. Poppy fährt rein, Dose fährt. Ja. Irgendwo hin? Ja. Dose fährt. Ja. 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 Ich meine die Box. Ja. Wie viel Zeit bleibt denn noch? Noch 5 Minuten. Wir werden eh alle keine Runde mehr fahren, oder? Ich schon. Ich versuche eine bessere Zeit mit weniger Reifenabrieb. Okay. Ich traue. Nur geradeaus oder was? Ich trau dir zu, du machst eine bessere Zeit, wirfst dann das Auto weg, dass du dann die Reifen total zerlegst. Oh, das wäre auch fein. Glaube ich nicht. Oder mit kaputter Nase starten oder so. Geht ja leider nicht, aber. Das wäre halt echt mies, wenn das gehen würde. Bist Mercedes du noch fährt drin? Noch was. Wer ist noch drin? Ufo. Ich fährt jetzt. Ja, ich fahre die letzte Minute raus. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,32,5. Statt dass er sich einen Satz Ultrasoft aufheben würde. Wofür? Er hat das doch Rennen. Sowieso ein, ja, aber er hat doch sowieso noch ein extra Ultrasoft im Rennen. Der kann trotzdem Ultra Supersoft zur Not fahren. Weißt ja nicht. Du weißt ja den Reifenabrieb nicht. Ist das ja, eine 2-Stopp- oder eine 3-Stopp-Strecke? Das ist so, na, eine 3-Stopp bei 50% eher unwahrscheinlich. Gibt's, glaube ich, gar nicht. Da gibt's keine Strecke. Höchstens Singapur, weil dort die Reifentemperaturen extrem in die Höhe gehen. Aber selbst die gerade die Kerntemperatur geht dort extrem hoch. Na gut, geht auch immer auf dein Setup drauf an, ne? Wie hast du, was für ein Setup hast du, wie ist abgestimmt? Ja, na klar.
Weil meistens sind die Setups ja immer nur für eine oder zwei Runden abgestimmt und im Rennen eigentlich dann totale Grütze. Ja. Das ist aber der Grund, wieso ich immer mit meinem Karriere-Setup fahre, weil, weil ich das halt wirklich darauf achte, dass das... deswegen habe ich auch irgendwie immer Probleme in den ersten zwei Runden nach einem Boxenstopp, weil die Reifen einfach dann noch gar nicht richtig funktionieren. Kommen die auf Temperatur, ne? Hm. Ja gut, aber das ist bei jedem Setup so. Fährst du vielleicht eine schnelle Fresh oder hast du schon? Ich fahre eine schnelle. Okay, ich warte auf der langen Geraden, ich gebe dir Windschatten. Ja, brauchst du nicht, passt schon. Im Zweifelsfall rauscht er dir hinten rein. Nee, ich glaube nicht. Ich fahre extra neben der Ideallinie, dann muss er sich ransaugen. Er hat eh eine KI vor sich. Ja, Windschatten habe ich eh. Alter, die ganze KI ist jetzt vor dir, die schaffst du eh nicht, also. Das kannst du vergessen. Ich komme maximal an eine KI ran. Ja, na dann wird das nichts. Und ich lasse die KI ja auch nicht vorbei. Genau, bau mal einen künstlichen Stau auf. Das war's. Das ist natürlich Bad Luck. Ja, das war's. Diese Runde sehe ich meine Schnelle. Habe ich gerade so gesehen. So kurzerhand entschieden, ja? Nee, ich hatte auf Mager gestellt. Ach so. Kannst du dann überhaupt noch eine Runde? Naja, ich hab genau 1,44. Wenn er jetzt auf Mager weiterfährt, dann spart er noch ein bisschen Sprit, oder? Ja, das ist doch meine Outlap. Ich bin gerade erst rausgefahren. Hamilton Outlap, Gasly. Alonso fährt rein. Sainz fährt rum, Ocon fährt rum, Stroll ist drin, Perez, Hartley. Du hast Outlap gerade, Dose. Ja. Machst du auch ein bisschen langsamer, damit ich hier ein bisschen Abstand zur KI bekomme. Wer ist denn erster im Temporadar? Fresh ist vierter? Vierter bin ich auf einmal. Dose ist 19. Hamilton ist 8. Hülkenberg 9. Gasly 5. Sainz 15. Ocon 18. Perez ist 1. Läuft bei Perez. Der fährt einfach mal 342 km/h. Gesundheit. Mit Windschatten oder was? Das und weiß man nicht, keine Ahnung. Was hat Rufus? 337. Also der ist satte 5 km schneller. Waren aber auch tatsächlich in der Karriere muss echt stark. Grosjean ist Zweiter mit 341 km/h. Also nur 1 km langer, langsamer, Grosjean. Achso. Der Roman. Ich weiß gar nicht, wie schnell, wie viel älter ich bin. Das kann man irgendwie so schlecht nachgucken. Das kannst du selber nicht nachgucken. Dann musst du rausfahren und jemand guckt. Wow. Es ist doch auch blödsinnig. Ja, ist es. Für so einen Statistik-Hengst wäre das halt nichts, das Spiel. Naja, nicht viel auf jeden Fall. Rufus auf der Stelle. So, time is up. Ihr müsst jetzt alle aufhören. Alle rechts ranfahren. Instant ey, was soll das denn? Ja, der Bildschirm ändert sich dann immer. So, guck mal Rufus mal zu. Wird eh keine bessere Zeit. Oh, die Kurve, da eine KI vorzuhaben, das ist schon scheiße. Welche Kurve? Wobei, da hast du jetzt nicht wirklich was verloren, wo Fresh gerade ist. Die KI hat Platz gemacht. Da hast du Glück gehabt. Aber meistens bremsen die genau in der Kurve. Ja, okay, Rufus ist nicht schneller geworden. Und dann sitzt er instant im Cockpit des anderen Autos. Kommst du auch immer so schön weit raus, ne? Ich auch. Eigentlich nicht immer, aber diesmal. Immer öfter. Ich hab halt Risiko gefahren müssen. Aber wird keine schnellste zumindest. Nee, aber da hast du verbessert. Aber verbessert hat er sich. Hat sich verbessert. Und die Dose? Hat da noch jemanden überholt? Nö. Bin aber auch mit viel Ultras. Sprit gefahren. Ja, ich hab's gesehen. 11,5 Kilo. 11,5 Kilo. 11,5 stand da. Ja, einfach noch ein bisschen fürs Rennen einfahren schon mal. Ach, so ein Cheater bist du. Aha. Cheater. Okay. Ja, okay. Rufus vor Fresh, vor Poppy, vor mir, vor Dose. Ich warte mal, beide so saubers auf Rot? Wieso ist meine Kamera anders?
sitze im falschen Auto. Alter, wie schnell ihr startet. Wie schnell der Mercedes hier startet, ist das überhaupt? Das war immer ein Bombenstart, ey. Sorry, Dose. Ich muss dich drücken. Allrad angemacht. Oh, Papi. No. Wirklich illegal. Was heißt hier, er verbremst? Ich fahre die Kurve ganz normal im dritten. Du musst auch bremsen bei einer Kurve, ne? Mach ich. Okay, das erste Mal Safety Car, Leute. Wir müssen uns bei verringertem Tempo einreihen. Warum? Behalte das Delta genau im Auge und halte es unbedingt positiv. Er fährt jetzt schon langsamer. Ja, ich habe ja ein Delta einzuhalten. Ja, aber doch nicht minus plus zwei Sekunden, Junge. Warum nicht? Weil du das Safety Car auch einholen musst, sonst. Wieso? Weiß ich nicht. Ja, ich war ja auf dem Weg zum Safety Car. Da hat er mich hier angefordert. So bist du schnell. Jetzt haut der von hinten, du bist so langsam! Ist doch immer so, ne? Mann. Rufus, du weißt aber, was das bedeutet, wenn du wechseln willst, ne? Ich fahre hinter die Kassel. Deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit oh, jetzt kackt er wieder rum, ja. Du weißt, was das sonst bedeutet? Dein Tempo. Dass du erstmal warten darfst. Du fährst rein? Ja. Warum? Ja, kurz. Gute Reifen und dann fertig. Was für Reifen holst du dir? Die weichste, die härteste Mischung. Okay. Hypersoft. Was? Naja, schlecht für mich. Ja, das Delta gibt es mir vor, Entschuldigung. Ja, haut doch alle ab. Da wechselt Rufus noch nicht. Nee, ich kann mir das nicht leisten. So, wo ist der Safety Car? Nicht, dass ich die Mist drauf fahre hier. Rechts ums Eck. Das schwarze Auto. Wie wechselt denn noch? Dose? Aha, Dose. Wir nähern uns jetzt dem Safety Car. Überhole ja, es nicht. Du bist der Führende. Folge dem Safety Car. Ich glaube, ich bin meine zweite schnelle Runde mit den Ultrasofts mit den Gebrauchten gefahren. Scheiße. Quali. Das erste Mal, dass wir Safety Car haben, ne? Ja. Also, ja. Das ist auch das erste Mal überhaupt in diesem Spiel hier. Weil ich gedreht wurde, deswegen. Okay. Ich find's aber hart lächerlich. Das ist die Strecke mit der größten Auslaufzone. Ja. Da kriegen wir Safety Car. Ich meine, die hätten alle um mich rumfahren können und haben da einfach geparkt. Da hätte auch ein virtuelles Safety Car völlig gereicht. Selbst bei Monaco, wo wir in die Bank gerauscht sind, hatten wir keins. Ja, ist halt manchmal so. Ja, das stimmt. Da hat es eigentlich eine rote Flagge gebraucht, wenn es die im Spiel geben würde. Ja, weil da kommt kein Auto vorbei. Ist richtig. Wo sind denn alle? Bin ich so weit hinten? Auf der langen Gerade. Ja, schon ein ordentliches. Zweite Teil. Zweiter Teil der langen, ja. Ah, du kannst ja eh nochmal ran. Da ist ja eh safe, die Kappe. Ja, der fährt hier so ein bisschen dezent um die Kurven. Der Herr Mailänder. Ach, Poppy fährt auch Ultrasoft. Also die Saubers haben sich ihre Strategie gesplittet. Was? Nein, oh komm, Hülkenberg nicht, oder? Nee, den kannst du nicht zurück überholen. Du musst den rotieren. Lol, haben die das gepatcht? Ich hoff's. Nee, ich glaube, innerhalb einer gewissen Zeit kannst du das. Ja, solange du ghostet bist, kannst du zurück überholen, ja. Hast du ihn einfach überholt, oder was? Er war ghostet noch. Er hat mich halt... Ich hab ein Leck. Er hat mich überholt in dem Weg und war noch in mir als Geist. Und das ist das Gute, der Einzige, der mich überholen kann, ist Dose. Ich wusste halt instant, was Sache ist, wie Hülkenberg. Was hat Dose für Reifen? Ich hab mir jetzt auch Soft geholt. Mhm. Gut, durchfahren kann man damit nicht. Ja, durchfahren wollen wir auch gerne. Mhm. Aber ihr müsst nähere dich dem Safety Car. Du führst, wie lange also überhole es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. Das Safety Car wartet auf den Führenden. Du kannst es überholen. Überhole das Safety Car. Noch was? Also das kommt jetzt Ende dieser Runde rein. Ja. Aber... Der hat mir gerade eben gesagt, überhole das Safety Car. Nee, ja. Lass das lieber. Das ist Bullshit. Was ist das denn für ein Spruch? Überhole das Safety Car. Eine normale Aussage. Cool. Das Safety Car ist immer noch nicht gefixt. Wenn du zurück überrunden darfst, dann normale Aussage. Ja, man darf ja hier aber in den Spiel. Ja, aber ich bin doch der Führende. Warum soll ich denn das Safety Car überrunden? Deswegen.
Überhole das Safety Car. Steht das immer noch dort? Nee, der steht ja, er hat es ja gesagt und er steht hier, bleibt hinter dem Safety Car. Wir erwarten in etwa 10 bis 15 Minuten Regen. Es gibt doch keinen Grund, damit vorbeizufahren. Wir erwarten in 10 bis 15 Minuten Regen. Naja, wenn er geghostet wird, dann spinnt das System. Ja. Was? In 10 bis 15 Minuten Regen? Was? Hat er mir so? Das sagt er mir aber auch. LOL! Nein, 15 Minuten. Wie geil ist das denn? Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. So schlecht für möchtest du die Strategie so ändern oder mit Plan A weitermachen? Ihr müsst vorher boxen. Na, wer weiß. Frage ist, wie stark das regnet. Regnet das genug, um dann hinterher wirklich Inter oder so zu fahren? Weiß ich nicht. Ja, aber werden wir dann sehen. Vor allem jetzt ist auch Strahlenblauer. Schließen wir ein wenig zum Feld auf. Also was muss dabei zurück? Kommen. Denk daran, dass wir nicht weiter als 10 Wagen vom nächsten Auto entfernt sein dürfen. Okay, das Safety Car kommt in dieser Runde rein. Wir werden das Tempo des Feldes in Sektor 3 bestimmen. Behalte dein Delta im Auge, bis das Safety Car wieder in der Boxengasse ist. Ich kann nichts mehr machen jetzt. Ja, einfach gedrückt halten, Speed und... Pass bloß auf, hattest du schon mal Safety Car im G? Ja, ja. Ich hatte bisher zweimal Safety Car und habe mich jedes Mal nach dem Safety Car gedreht, weil ich einfach zu sehr aufs Gas gegangen bin. Ich weiß. Weil die sperren hier das Gaspedal. Ja, ja, ich kenne mich aus, Rufus. Ich krieg das hin. Immerhin kennst du dich aus. Ralph fährt auch schon so ungeduldig hier rum. Die werden halt immer langsamer davor. Meine Reifen sind gleich wieder kalt. Aufpassen, dass ich dir nicht reinfahre. Halt Abstand. Auf geht's, ab geht's. Neue Fahrt, neues Glück. Bist du da lang gefahren? Ja, ein bisschen weit aus. Haben. So, jetzt muss ich die Reifen erstmal warm kriegen. Nein, ist warm. Ja, fahrt hier neben an der lang, bis ich morgen vorbei kann. Ich kann nichts dafür. Nächste Safety Car. Ich kann nichts dafür. Boah. Teile. Gedriftet und Teile. Voll gut. Ich hab was kaputt gemacht. Ich hab halt nirgends mehr wo ausweichen können. Ja, ich konnte auch nicht mehr von der Strecke wegrutschen. Hä, wieso ghostest du in dem Moment nicht? Frag doch Codemasters. Todmasters? Das kotzt mich ja selber an. Also, wo willst du schon? Bin hier hinter. Ja, ist der Magnussen. Fahren halt alle echt langsam. Ich hatte den gerade kurz abgekürzt überholt und musste die Position zurückgeben. Tut mir leid, MG. Ja, kannst ja nichts für. Wo fährst du da lang? Fuck. Das ist mir aber auch im Training so oft passiert. Meine Strategie ist halt wieder im Hintern. Das ist halt wieder mein Glück. Na, no, nicht nur deine. Du hast eine Strategie? Ich dachte, unser Teamchef hat gesagt, hier gibt's keine. Einfach nur deswegen habe ich zugesagt. Okay, das Boxenstopp-Fenster hat sich geöffnet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Oh, Grosjean, geh weg. Black. Der Williams beschleunigt den überhaupt nicht. Also ich kann ihn in der Kurve schon hören. Das ist nicht der Williams von 2015-16. Ich meine, die haben Mercedes-Motor, was machen die denn? Das ist alles auf Renault runter. Na gut, aber naja gut. Ich konnte hoffen, ist bei dir am Auto was kaputt? Ja, ja, ich habe Frontflügelschaden. Zumindest habe ich dich erwischt. Zumindest habe ich dich erwischt. Das stimmt allerdings. Das Geile ist aber, MG rast in mich rein, die KI wird geghostet und fährt durch mich durch. Ja. Das ist eine Lächerlichkeit. Ja, weil wir dann beide dort standen. Ja. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Wer ist hinter mir? Was ist da los? Nein, ich hab mich gedreht und... Bei mir steht immer noch, das Safety Car fährt los. Geschwindigkeit halten. Das ist ein Bug halten. Teilweise, ja. Ja, das packt auch sich da teilweise fest. Schön, dass es diesen Bug immer noch gibt, ey. Im Multiplayer. Oh, Mann. Den Bug hatte ich damals schon in der Karriere. Mehrfahren. Ist das ätzend? Die bremsen, glaube ich, durch die Kurve, anstatt der Vollgas durchzufahren. Hm.
So, MG, holen wir uns alle, oder? Ja. Das kann nicht wahr sein. Wieso habe ich nur auf dieser Strecke erst grün und dann rot in die Boxengasse? Ich verstehe es nicht. Ich gebe ja nicht mal Gas. Jeder hat seine Probleme. Es ist nur auf dieser verkackten Strecke, ey. Fertig. Ja, los jetzt. Ist auch so lang. Was ist denn los? Ich dachte, ich wäre irgendwie 19. Das ist die KI, die ist extrem langsam auf der Strecke. Du hast gib ja jetzt Gas. Gesehen. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Das ist die erste Mal, wenn die erste Mal eine Strecke bauen, war das immer so. Ja, das war auch damals bei 2010 in Südkorea so, als die Strecke einfach 10 Sekunden langsamer war als in echt. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Jo. Hülkenberg. Ja. War klar. Erste Überholung direkt Räder nicht, oder was? Ah, so ungefähr. Welche Plätze seid ihr? 16. 19. Hast du die Softs drauf fresh? Nicht mehr, leider. Wie lange halten die so? Meine haben 2 Runden gehalten, dann muss ich mir eine neue Nase holen. Also ah ja, geistige Eigennotiz. Wenn die Soft drauf kommen, brauchst du eine neue Nase. Ja. Ist im Preis inbegriffen. 2 zum Preis von einem, sagt man. Ah, okay. Nice. Billiger. Ups. Ups, das hört sich gut an. Oh, was hast du da gemacht, Andi? Ich habe mich gedreht. Und die falsche Einfahrt wollte ich nehmen. Sieht ja alles gleich aus. Ja, das Strafe? Das Traurige ist, ich habe die. Ach, ich habe eine Strafe gekriegt auch noch. Alter Junge, abgekürzt? Blöd nicht immer so. Strafe für was? Zu schnell in die Box wahrscheinlich. Ja, nee, dass ich mit MG kollidiert bin. Ah ja, okay. Dafür gab's unser Abstand zum ersten Platz beträgt 5,2 Sekunden. 5 Sekunden, ja? Ja, dafür gab's 5 Sekunden. Oder 50. Ja, ich habe auch eine Zeitstrafe, weil ich angeblich zu schnell in die Box gegangen bin. Ich hab obwohl die Strafe er mir, jetzt aber abgesetzt. Wie im Singleplayer auch, schon erst grün anzeigte und dann mit einmal rot. Ja, bitte. Obwohl ich kein Gas gegeben habe. Ja, nehmen wir, ne? Frisch, ich dachte mir, wenn man schon, wenn du willst, dass wir miteinander durchs Feld fliegen, dann machen wir es richtig. Hört sich zumindest besser an. Kann es sein, dass es dunkel wird? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Ach, fuck, also ist jetzt nicht nur bei mir so, ja? Knapp nicht innerhalb der Sekunde, komm mal. Warst du innerhalb der Sekunde? Nee. Hallo Dose. Hallo. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Mischung 3. Nee, ja, gewesen, kurz zu überholen. Jetzt wird's schwingen. Wo fährst du denn hin? Ich hab mich da ein bisschen weit raustragen lassen. Nur ein bisschen, ja, kurz vor der Wand. Nein, aber damit du da nicht irgendwie wegen Abkürzens blank bist, bist du ja so weit außen wie möglich fahren. Ja, jetzt boah. Liegt der hier. Alter, ich hab das auch gerade gehört. Bei dir auch. Ja, ja. Auf einmal war es ruckezucke nah. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 29,1 Sekunden. Zu dritt, lol. Ja, dritt in eine Kurve, oder was? Ja, und ich hab sie gewonnen. Das stimmt. Regen könnte MG und mir noch ein bisschen in die Karten spielen hier hinten. Ja, wäre cool. Schwierig, wenn jeder schon an der Box war und jetzt bis zum Regen fährt. Ja, kann trotzdem uns in die Karten schieben. Wir können halt mehr ausprobieren. Noch langsamer werden. Und meistens ist es so, dass der Regen anfängt, wenn die ersten, mindestens mal der erste schon durch ist. Und dann eine Runde fahren muss. Ey, Alter! Was macht der denn? Der dreht mich voll! Mann, Hülkenberg, bleib hier nicht stehen! Krass! Hat er mich einfach gedreht, der Pisser? Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Das ist Musik in meinen Ohren. Ja, so lange, bis sie dich wieder drehen. Ja, ja, das stimmt. Jetzt parkt er seinen Forst in der Kurve, oder was?
Ja, weiter. Machen sie gerne. Boah, mit der Brechstange. Das hilft am meisten auch. Ja, ich stand halt quer dabei. Mhm.